Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Game of Thrones. Habt ihr jemals damit gerechnet, dass ich das jemals wieder mal weitermachen werde? Ja, ich bin heute mal wieder auf den Geschmack gekommen. Ich werde jetzt das Spiel laden, den Spielstand 1, den Spielstand 2, habe ich schon ein wenig weiter gespielt. Auch weil ich die Sache mit dem Kampf und so weiter noch ein wenig, ja, üben wollte. So weiß ich natürlich auch schon, wie es in der Geschichte und so weiter weitergeht, aber ja, genau. Hier liegen überall Haare von mir auf meinem Schreibtisch, weil ich war heute beim Friseur. Nein, anders, der Friseur war bei mir. Und ja, hier im Spielstand 1, wir waren hier Moors, Westford, in Eismark. Und unsere Quest war, ja, in dieser Nacht und allen Nächten, die da kommen werden. So, wir hatten noch kein Geld, gar nichts. Wir werden einfach mal laden. Oh, dieser Soundtrack ist einfach nur so awesome. Inhalt wird geladen. Bitte schaltet euren Computer nicht aus. Geil. Nein, das wäre wahrlich nicht schön. Ah, okay. Ja, ich glaube, das hatte ich hier alles schon mal vorgelesen. Oh, die Framerate bricht gerade ein, weil das Spiel laden muss. 15 Jahre, so lange habe ich für die für meine Pflicht, für meine Freude, ja. Genau, hier, Mormont hat Übung so. Wieder ein Verräter zum Aufspüren. Zumindest wird das eine gute Übung für die Rekruten. Ja, ich habe das jetzt nicht alles hier vorgelesen. Das ist lange. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal vorgelesen, wenn ich mich da nicht ganz irre. So. It. Die Kälte hält euch. Ah ja. Wechseln von Waffen. Fertigkeitsklassen. Waffen wechseln. Aha. Wach, das Gehen hält euch warm. Also, weiter marsch. Okay. Oh, das sind Wildlinge. Ja, ich habe das jetzt alles noch so ein bisschen mehr herausgefunden, wie man das macht. Und einfach draufschlagen. Nichts, wir tun sozusagen nichts weiter, als hier oben diese Angriffsbefehle geben. Das ist mir jetzt alles noch so ein klein wenig klar geworden. Oh, und... Unet. Wie schön wir das mit dem machen. Das ist kein gutes Zeichen. Sie sind niemals allein unterwegs. Ja, das hatten wir ja alles schon mal. Wir haben diese Hunde selten so nah bei der Schwarzen Festung gesehen. Und Kriegans Patrouille sollte bereits hier sein. Wir müssen mehr in Erfahrung bringen. Allerdings, Mors, das wissen wir. Zu viert. Könnten hier noch mehr von denen sein? Könnten wir. Vier tapfere, eingeschworene Brüder der Nachtwache. Das ist wahr. Du wolltest doch etwas Aufregendes erleben, oder? Hier hast du es. Also hör auf zu heulen. Das ist Wahnsinn, Sir Mors. Wir wissen nicht, wie viele von ihnen hier sind. Da ist auf jeden Fall noch einer. Jetzt ist es einer weniger. Da ist es auf jeden Fall noch einer. Auf den prügeln wir mal noch ein bisschen ein. Durchstechen. Oh, da ist noch einer. Nett. Und natürlich noch Vernichtung. Und nochmal durchstechen. Boom. Der war auch tot. Bevor wir allerdings weitermachen, habe ich noch so ein bisschen was gesehen. Und zwar hier bei unserem Charakter. Wir haben gar keine Charakterzüge, gar keine Stärken und Schwächen. So, aber hier für den Kampf hatten wir auch das so ein bisschen verteilt. Alles möglichst so ein bisschen ausgeglichen. Aber da haben wir jetzt gar nichts weiter. Beherrschung haben wir auch nichts. Aber ich hatte gedacht... Ah, egal. Das kommt vielleicht noch, was wir da vielleicht... Was wir dann so haben.
Werden wir gleich sehen. Krägern. Hallo Krägern. Jetzt töten Krieger, wir dich. Was ist dir geschehen? Der Schlechte? Hier? Du bist zu spät. Es sind überall Wildlinge. Ich habe einige getötet. Aber es waren zu viele. Mors, ich sage dir, das sind Bestien. Ich habe getan, was ich konnte, um meine Kameraden zu retten, indem ich einige der Bastarde zu mir gelockt habe. Wo sind deine Männer hin? Ich habe sie losgeschickt, damit sie versuchen, die Brücke zu überqueren. Verschwinde von hier, wenn du am Leben bleiben willst. Geh, Mors, geh. Ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, was wir das letzte Tag gemacht haben. Aber machen wir das hier. Du Stück Dreck! Ein Vergewaltiger wie du verdient es nicht, so zu sterben! Die Plünderer werden sich um ihn kümmern. Und um alle Wildlinge, die er getötet hat. Gar nicht einmal schlecht. Wenn eure Zeit gekommen ist, macht es wie er und nehmt so viele mit euch, wie ihr könnt. Wir werden versuchen, uns daran zu erinnern, Sir. Wir müssen weg, Sir Mors! Wir haben keine Chance! Denk daran, was mit Gorold geschehen ist, Poddy. Wenn ich sterben muss, werde ich zumindest meinen Dolch in das Auge meines Mörders stoßen. Ich hoffe, dass es so sein wird, Ronit. Krägern hat die Schlüssel zur Festung bei sich getragen. Bestimmt hat er sie noch. Zack, was haben wir hier? Schlüssel zur Festung von Eismark, Fiole und Habseligkeiten eines Grenzers. Ja, bestätigen. Ja. Auffüllen müsste ich hier in eurem Gürtel tragen. Genau. Okay. Gehen wir auf unseren Charakter. Nein, nicht, nee, nicht auf unseren Charakter. Ins Inventar. Ja. Das ist alles zurück, was ich da für noch so ein bisschen weiß. Oh, ein dickes Schwert. Das nehmen wir mal. Tun wir hier in unseren zweiten Slot. Passt schon ganz gut. Ja, wir müssen erstmal überall durch. So, erstmal hier überall. Ja, bestätigen. Bestätigen. Das ist alles hier einfach nur, was man damit machen kann. Mehr wird hier auch nicht erzählt. So, ne, gehen wir mal weiter. Wir haben den Schlüssel, haben wir jetzt. Kommt man jetzt gleich nochmal weiter? Ah ja, genau hier. Genau, wir erkunden jetzt die Festung von Eismark und da sind auch gleich noch ein paar Viecher. Na toll. Ah. Uns hat sich jetzt wieder der andere Typ da angeschlossen und wir können jetzt hier mit, können jetzt quasi durch den wechseln. So. Gleich mal durchstechen. So, und gleich mal hier mit Selbstverteidigung da rangehen. Oh, Mors, verprügelt den mal ordentlich. Zack, zack, zack. Und hier mit gezieltem Schlag können wir nämlich auch solche Fähigkeiten unterbrechen. Pam, pam. So. Vernichten. Na toll, da kommen natürlich noch mehr.
Verdammt. Ey. Braucht Energie. Okay. So, tut mir leid, aber so ein Kampf ist relativ anstrengend. Aus dem Grund kommentiere ich da auch teilweise nicht so viel. Oh, war's schon. Nett. Ein Knüppel. Knüppel. Und hier liegt noch mehr Zeug. Lederrüstung der Wildlinge. Holzspeer, deine Knochenaxt. Oh, und der arme Typ. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ja, ich weiß es ja schon. Hier liegt nämlich noch einer. Hier. Erhält den Eintrag Mythologie der Nachtwache. Und damit haben wir hier so einen neuen Eintrag im Archiv, ein Siegel der Erkenntnis. Habseligkeiten eines Kretzers. Das wollen wir diesen Plünderern nicht überlassen. Und hier habe ich ebenfalls was gesehen. Ha, noch mehr Geld. Ich mag Geld. Ich weiß nicht, was ihr mögt, aber ich mag Geld. Hihihi, ganz viel Geld. Na toll. Ach, die beiden wieder. Kennen wir ihn nicht schon? Och nein, und so viel zum Dolch in den Kopf rammen. Das wird ein härterer Kampf. Gleich erstmal so. Ja, genau, das mit dem Unterbrechen müssen wir unbedingt machen. Selbstverteidigung. Oh, was? Was? Wir haben etwa... Wir haben nicht das Unterbrechen gemacht. Da machen wir jetzt das Unterbrechen. Zack, zack. Zack. Weil wir können das Unterbrechen nicht immer machen. Na doch, wir können es immer öfter machen. Oder wir können es relativ oft machen. Oh, was? Oh, verdammt. Wie ist das... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wow, wieso? Hä? Ich versteh's nicht. Ich hab das im, letzten Spielstand laden. Ich habe das im dem Offscreen-Spielstand genauso gemacht wie hier. Hä? Was ist denn hier passiert? Okay, gut. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde jetzt nochmal bis zu diesem Stück spielen. Und dann, ja. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder vor dieser Tür stehe und wir dann wieder die anderen da kaputt machen können. Also ein kurzer Schnitt, damit ihr das nicht noch zum dritten Mal sehen müsst. Naja, dann.
Bis gleich.